Es sollte eine Demonstration für den Frieden sein, aber sie endete im Terror. In Ankara starben durch einen Anschlag am Samstag fast 100 Menschen, über 500 wurden verletzt. Noch ist nicht klar, wer wirklich dafür verantwortlich ist, aber die Türkei ist nicht in Trauer vereint. Im Gegenteil, das Land ist tief gespalten. Staatspräsident Erdogan steht in der Kritik, ist aber ein wichtiger Partner in der Flüchtlingskrise. Und am Sonntag wird Bundeskanzlerin Merkel deshalb in die Türkei reisen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde. Guten Abend. Und wir fragen heute, nach dem Anschlag kann Erdogan noch Partner sein? Und das sind meine Gäste. Ich begrüße Michelle Müntefering von der SPD, Vorsitzende der Parlamentariergruppe Deutschland-Türkei im Deutschen Bundestag und Vizepräsidentin der Deutsch-Türkischen Gesellschaft. Schönen guten Abend, Frau Müntefering. Ahur Remsi ist bei uns türkischer Unternehmer in Deutschland. Er unterstützt den politischen Kurs von Erdogan und dessen Partei AKP. Guten Abend. Guten Abend. Ali Atan Toprak ist Bundesvorsitzender der kurdischen Gemeinde in Deutschland. Auch Ihnen herzlich willkommen. Guten Abend. Bahar Güngör ist bei uns, Journalist, ehemaliger Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle. Guten Abend. Und Professor Andreas Dittmann, Geograf und Nahostexperte der Universität Gießen. Ja. Herr Güngör, Sie als Journalist, was haben Sie gehört? Wie geht es den Menschen in Ankara in der Türkei jetzt nach diesem schrecklichen Anschlag? Und der Schock sitzt noch sehr, sehr tief. Man hat Angst vor neuen Anschlägen. Der Schock hat auch diese Spaltung noch mehr verschärft, also eher verschärft als irgendwie überbrückt. Denn der Schock ist deshalb so tief, weil es war eine Friedensdemonstration. Und eine Friedensdemonstration endete im Blutbad. Und man weiß nicht, wer wirklich dahinter steckt. Man sagt zwar, der Davutoğlu, der Ministerpräsident, hat gesagt, das sei also Islamischer Staat gewesen, zwei Selbstmordattentäter. Aber das ist nicht sicher erwiesen. Und man sagte auch heute, Davutoğlu selbst hat gesagt, dass 21 potenzielle Selbstmordattentäter im Moment ermittelt seien, auch identifiziert seien. Man suche nach ihnen, aber man könne sie nicht festnehmen, weil sie noch nicht aktiv geworden seien. Das sei also im Rechtsstaat so üblich, dass man erst mal abwarten müsse, bis dann eine Straftat begangen worden sei. Das sind also Aussagen, die mich also wirklich schockieren als Journalist. Ein Selbstmordattentäter, den können Sie nicht festnehmen, wenn er dann aktiv geworden ist. Mhm. Es gibt übrigens seit heute Abend eine Pressekonferenz von Staatspräsident Erdogan, wo er gesagt hat, es wäre arrogant zu sagen, dass es keine Fehler gab. Und er meint eben Fehler bei den Sicherheitsbehörden. Und es scheint so, dass sich die Hinweise verdichten, wohl auf den IS. Das ist das Letzte, was wir jetzt gerade gehört haben dazu. Herr Remsi, was ist Ihre Reaktion auf diesen Anschlag? Was bedeutet dieser Anschlag für die Türkei? Ich meine, das Land steht unter Schock. Man weiß nicht, wie das ist. Also ich meine, Sie wissen ja, wie das in Europa gelaufen ist, als die Charlie Hebdo-Anschläge waren. Da standen alle, ganz Europa stand zusammen, Schulter an Schulter. Und alle Präsidenten sind nach Paris gereist und haben nochmal bekundet, dass sie eben gegen den Terror sind. Ja? Und dass sie im Prinzip versuchen, alle gemeinsam etwas gegen diesen Terror zu tun, und zwar unabhängig davon, von welcher Seite er kommt. Es gibt ja Terror von vielen Seiten. Das Problem in der Türkei ist nur, wie jetzt auch der Titel dieser Sendung zeigt, dass ja die Frage schon impliziert, dass quasi die Türkei selbst oder Erdogan schuld sei. Ich finde es halt sehr bemerkenswert, dass so eine Stimmung auch medial erzeugt wird, also insbesondere in Europa, dass man schon quasi genau weiß, wer dahinter steckt. Also gerade in einem Land wie Deutschland, was in 10 Jahren nicht herausfinden konnte, wer die Attentäter oder wer genau hinter den NSU-Morden steckt und über 10 Jahre jetzt recherchiert wird, gemacht wird, weiß man quasi über die Medien hinweg innerhalb von wenigen Minuten, wer das jetzt gewesen sein muss. Also ja, wir implizieren mit diesem Titel natürlich nicht, dass Erdogan schuld an diesem Anschlag ist. Das schockiert die Menschen natürlich, dass hier niemand geschlossen steht, sondern im Gegenteil, man jetzt schon wieder als Land, was so viele Menschen jetzt verloren hat, schon wieder. Also Sie vermissen eine Solidarität? Absolut, es gibt keine Solidarität mehr. Okay. Herr Tauber, wie sehen Sie das? Wie, oder was bewegt Sie seit diesem Anschlag? Ja, ich bin genauso schockiert und traurig, sehr traurig darüber. Das war ein Anschlag auf die Zivilgesellschaft in der Türkei. Das waren Menschen, wie Bahar Güngör das gerade gesagt hat, die für den Frieden demonstriert haben, mit ihren Kindern zusammen, junge Menschen, die für Frieden an diesem Tag, an diesem sonnigen Tag auf diesen Platz gegangen sind. Und wieder sind Menschen für Frieden gestorben. Und das Traurige daran ist, dass das Land so gespalten ist, so polarisiert ist, dass nicht mal nach so einem Anschlag, Massenmord, die Menschen zusammenkommen. Daran sieht man, wie polarisiert und wie gespalten die Türkei ist. Und für diese Atmosphäre ist
Recep Tayyip Erdogan verantwortlich. Mhm. Frau Müntefering, jetzt haben wir gerade gehört, dass es zu wenig Solidarität gab, sagt Herr Remzi. Was war Ihre Reaktion nach diesem Anschlag? Was bewegt Sie? Sie waren letzte Woche noch in Ankara. Ich war da und das ist tatsächlich ein Anschlag auf den Frieden und auf die Demokratie in der Türkei gewesen. Auf die Zivilgesellschaft, auf Menschen, mit denen ich kurz vorher noch zusammen war und gesprochen habe. Und auch wahrscheinlich der schlimmste Anschlag in der jüngeren Geschichte der Türkei. Und das macht einen betroffen und es sind Kondolenzschreiben, es sind Mitleidsbekundungen aus der ganzen Welt in der Türkei eingegangen. Und die Beziehungen Deutschlands und der Türkei, auch der Deutschen und der Türken, die sind so eng, über so viele Familien verbunden, dass wir das unmittelbar spüren, was in der Türkei passiert. Und deswegen ist das natürlich auch für mich als Parlamentarierin und auch als Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe ein besonders schlimmes Ereignis gewesen. Und jetzt gilt es, dass die Täter, dass die Verantwortlichen dieses Anschlags gefunden werden und dass sie vor Gericht verurteilt werden für ihre Taten. Würden Sie denn das annehmen, wenn Herr Remzi sagt, es gab bei Charlie Hebdo eigentlich eine viel größere Solidarität? Man hatte das Gefühl, dass es jetzt sind nicht alle auf die Straße gegangen. Ich würde solche schrecklichen Ereignisse nicht miteinander in eine Reihe stellen und vergleichen wollen, wer hat jetzt wann kondoliert und wer ist jetzt wohin gefahren, sondern die Anteilnahme, die ist da mit der Türkei. Und das sehe ich, das spüre ich, das höre ich. Wir haben morgen im Bundestag eine Aktuelle Stunde zur Situation in der Türkei. Und die Türkei ist das Land, was Deutschland vielleicht am stärksten verbunden ist durch die Menschen, durch die 3 Millionen Menschen mit türkischem Hintergrund in unserem Land. Mhm. Und meine Vorstellung, mein Empfinden ist, dass auch die Anteilnahme entsprechend groß ist. Mhm. Herr Dittmann, was bedeutet das, dieser Anschlag im Moment? In welcher Situation trifft dieser Anschlag das Land? In einer sehr labilen Situation und in einer Situation, die sich ja dramatisch in den letzten Monaten geändert hat. Die gesamte Frontenlage in der großen geopolitischen Region, da ist dann unbedingt Syrien mit einzudenken, hat sich ja gewandelt von einer stillschweigenden bis einer mehr oder weniger offenen Unterstützung des Islamischen Staates von Seiten Saudi-Arabiens, aber auch aus der Türkei, hat sich die Türkei jetzt zu einem Zielland offensichtlich entwickelt. Und nach der alten orientalischen Weisheit folgend, der Feind meines Feindes ist mein Freund oder gemeinsame Feinde schließen zusammen, glaube ich auch, dass, so wie Frau Müntefering sagte, hier jetzt ein Zusammenrücken im Mitgefühl, im Mitleid und im Erkennen, dass von der gleichen Seite eine gemeinsame Bedrohung ausgeht. Das ist eine völlig neue Situation, die noch ganz anders ist als etwa vor 9 Monaten, als gar nicht so klar war, wie hier die Fronten verlaufen. Mhm. Herr Toprak, warum ist dieses Land so zerrissen, wenn man das jetzt merkt? Man hat ja nicht das Gefühl, das ist ein Land, das jetzt gemeinsam trauert. Warum ist das so? Ja, wie ich vorhin schon sagte, ist der Staatspräsident Erdogan maßgeblich dafür verantwortlich, weil er, um an der Macht zu bleiben, das Land schon seit längerem polarisiert und erst recht nach der verloren gegangenen Wahl für ihn Anfang Juni versucht er, das Land in ein Chaos zu stürzen, noch mehr zu polarisieren. Wie tut er das? Ja, wie tut er das? Indem er die sowieso gesellschaftlich zerstrittenen Gruppen quasi aufeinander hetzt und praktisch die Kurden als Zielscheibe sich jetzt ausgesucht hat, weil sowieso in der Türkei, in der Gesellschaft ein gewisser Prozentzahl von Nationalismus gibt. Und bei diesen nationalen Themen kann man sehr schnell die unterschiedlichen türkischen Gruppen auch gegen die Minderheiten aufstellen. Und das macht er kalkuliert, das macht er bewusst. Und deswegen finde ich, dass er für diese Situation verantwortlich ist. Und würden Sie sagen, er ist für diesen Anschlag mitverantwortlich? Er ist, wie gesagt, für diese Atmosphäre mitverantwortlich.
Und es geht darum, dass die Zivilgesellschaft in der Türkei eingeschüchtert werden soll. Die Menschen sollen Angst bekommen. Und dafür interessant ist, dass man einerseits den Islamischen Staat dafür verantwortlich macht. Aber der Islamische Staat hat in den letzten Wochen, Monaten verschiedene Anschläge in der Türkei gemacht. Mhm. Aber interessanterweise wurden immer die Gegner von Erdogan getroffen, waren Opfer dieser Anschläge. Und das ist natürlich auch für diese Menschen ein Fragezeichen, mhm, und dass der Staat sie nicht schützen kann. Der Staat hat eine Verantwortung gegenüber seinen Bürgern. Und es sind mehrere Anschläge in den letzten Wochen, Monaten passiert. Und bisher konnte man keine Täter finden, mhm, beziehungsweise Selbstmordattentäter. Okay, also Sie sagen, Erdogan ist für diese Polarisierung zuständig, Herr Remsi, also, welche Rolle spielt Erdogan? Ja, es ist unglaublich. Der Herr Toprak hat hier jetzt hier sein Tremolo, ich muss es mal so sagen, runtergeschwurbelt. Ja. Das ist doch, was Sie denken. Ja, ich sag's Ihnen genauso, wie es gewesen ist. Und wenn es morgen anfängt zu schneien, war das wahrscheinlich auch der Herr Erdogan, also nachdem, wie er es so formuliert. Herr Remsi, warum polarisiert Erdogan oder nicht? Es geht schon mal erstens damit los, dass nicht der türkische Staatspräsident zur Wahl steht. Damit geht's los. Der ist nämlich schon gewählt. Warum hat er Wahlkampf gemacht? Sie müssen mich ausreden lassen. Ich habe Sie ausreden lassen. Und der ist mit 52% gewählt worden, und zwar direkt vom Volk, ja, mit einer absoluten Mehrheit. Mhm. Also er steht nicht zur Wahl, damit geht schon mal aber los. Seine Partei, aber die AKP, Moment. Es ist nicht seine Partei, er ist Staatspräsident. Okay. Und also zur Wahl steht Herr Davutoğlu und die AKP. Er spricht davon, dass die Wahlen verloren gegangen sind. Also es ist immer noch mit Abstand die größte Partei. Ja, also Sie haben mich schon wieder unterbrochen. Können wir uns darauf einigen, dass Gidak einfach mal seinen Satz zu Ende macht? Ich habe ihn aussprechen lassen, Herr, und er lässt mich nicht aussprechen. Also es ist so, dass wir bei der Wahl im Juni... Ich wollte auf alle Punkte eingehen. Er hat eine ganze Menge Punkte gesagt. Okay, ich wollte dann gehen auf jeden Sie darauf ein, bitte. Ganz genau. Und Davutoğlu steht zur Wahl. Die AKP hat mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Nachdem dieser Anschlag war, der erste Anschlag in Suruç, welche Partei hat davon profitiert? Cui bono? Wer hat was davon, wenn so ein Anschlag passiert? Warum sollte die AKP oder Kreise, die vielleicht der AKP nahestehen, irgendwelche Anschlagsszenarien machen, die ihnen anschließend in den Wahlen schaden? Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Ja. Wer hat denn davon profitiert? Die HDP ist dadurch hat sie eine Stimmung. Die kurdische Partei? Es ist nicht die kurdische Partei. Die kurdische Partei ist die AKP, die hat mehr kurdische Mitglieder als die HDP. Also okay. Die HDP ist nicht die kurdische Partei. Und um es zusammenzufassen, die HDP ist eine pro-kurdische und regierungskritische Partei. Ist eine regierungskritische Partei, ganz genau, wie alle anderen Parteien auch. Demokratische Partei der Völker. Wie auch alle anderen Parteien regierungskritisch sind. Eine junge Partei wurde 2012 ganz gegründet. Genau. Und die haben einen Stimmzuwachs gehabt nach dem letzten Bombenanschlag, sind ins Parlament gekommen, was in Ordnung ist, weil im Parlament, da gehören sie dahin und da sollen sie auch sich artikulieren und auch formulieren. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, wem der Anschlag nützt, der ist auch verantwortlich dafür? Wir wissen es nicht, wir müssen es recherchieren, aber der Anschlag hat der HDP genützt. Und auch dieser Anschlag wird der HDP nützen. Wir wissen es nicht, es muss recherchiert werden, es muss geschaut werden. Wer denken Sie denn, dass wer verantwortlich ist für diesen Anschlag? Ich weiß es nicht. Sowas muss geprüft werden, das müssen Kriminalisten machen. Man kann keine Vorverurteilung machen, man kann nicht die Schuld dem einen oder dem anderen zuschieben, aber profitiert hat die HDP, mhm, und zwar massiv. Würden Sie denn zustimmen daran, dass... Die HDP sind umgekommen bei diesem Anschlag. Ich finde das wirklich völlig daneben, dass Sie der HDP unterstellen, dass sie ihre eigenen Kandidaten umbringen lässt, um Erfolg zu haben. Das ist völlig daneben und inakzeptabel. Und ich habe Ihnen gerade eine Frage gestellt. Warum hat sich Präsident Erdogan in den Wahlkämpfen eingemischt, wenn er nicht zur Wahl steht? Da möchte ich gerne von Ihnen eine Antwort haben, Herr Aro. Herr Erdogan, warum macht er Wahlkampf? Herr Erdogan ist aufgetreten. Herr Erdogan hat auch Dinge getan, für die die AKP abgestraft wurde. Das heißt also, die AKP hat aufgrund vielleicht des Gefühls von manchen Leuten, dass er hier und da nicht ganz parteiisch gewesen sein könnte, ist die AKP abgestraft worden, hat nicht mehr die absolute Mehrheit, um allein regieren zu können. Es hat der AKP also nicht genützt, sondern es hat ihr geschadet. Herr Güngör, wie sehen Sie das? Würden Sie dem zustimmen, was Herr Toprak sagt, dass Erdogan dafür verantwortlich ist, dass dieses Land so gespalten ist? Ich bin Journalist, ich kann nicht sagen, er ist verantwortlich dafür, das muss ich erst mal recherchieren. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen. Aber Sie beobachten das Land. Ich beobachte das ja. Ich kann nur eins. Diese Wahl am 1. November ist so überflüssig
wie sonst was. Denn diese Wahl hat noch einmal die Polarisierung verschärft. Wir hatten am 7. Juni eine Wahl gehabt mit einem ganz klaren Ergebnis. AKP als stärkste Partei, die Kurden waren drin, die pro-kurdische HDP war drin, genau, mit 13%. Und da war Ruhe. Und PKK hatte ja sozusagen Waffenstillstand. Also dann hat man doch auf dem Präsentierteller dem Präsidenten, auch dem Land und dem Parlament eine Konstellation angeboten. Mit einer guten Koalition hätte man das schön meistern können. Aber Erdogan wollte nicht. Mhm. Erdogan wollte nicht, weil er ganz genau wusste, dass er seine absolute Mehrheit bekommen muss. Nicht nur die absolute, sondern die verfassungsändernde Mehrheit von 367 Stimmen. Der spricht immer von 400 Stimmen, die er haben will. Damit er dann dieses Präsidialsystem einführen kann. Damit er auch alle Macht an sich reißen kann. Und deshalb hat er dann das Ganze noch mal verschärft. Und dann plötzlich ging das Ganze in Richtung PKK los. Ich meine, PKK ist eine terroristische Organisation. Darin gibt es keine Zweifel. Das ist auch in Deutschland so anerkannt. Aber es war unnötig, jetzt plötzlich die PKK anzugreifen, statt die IS anzugreifen, was man ja von Erdogan ja erwartet hatte. Und ja, die IS hat er dann irgendwie anderen überlassen. Und wir sehen ja, was da jetzt im Moment los ist. Erdogan hat dann diese Wahl sozusagen herbeigeredet, herbeigezwungen, damit er die Kurden, die pro-kurdische HDP, aus dem Parlament raustreiben kann. Denn dann kann er nämlich das, was Sie sagen, diese Mehrheit bekommen von absoluter Mehrheit. Denn mit der HDP im Parlament drin kann die AKP auch bei dieser Wahl die Mehrheit nicht erzielen. Das heißt, die AKP wird zur Koalition gezwungen sein. Mhm. Die AKP hätte koalieren, nur noch ein letzter Satz, hätte koalieren können mit der JHP, mit den Sozialdemokraten. Aber das wurde ganz massiv und von oben, nämlich von Erdogan, verhindert. Wie kann denn das dann überhaupt funktionieren, Herr Dittmann, wenn man sagt, die Atmosphäre ist so vergiftet zwischen diesen Parteien? Wie kann man denn dann noch miteinander koalieren, wenn das möglich sein sollte am 1. November oder nötig sein sollte? Ja, die Hoffnung liegt ja so wie ausgeführt darauf, dass keine Koalitionen notwendig sein werden, sondern dass eine Partei so stark wird, dass sie eben allein regieren kann. Also das Interessante ist, wir haben uns darüber ja mehrfach unterhalten, auch mit Türken in Deutschland, mit Türken vor Ort, dass es ein Lauwarm dazwischen nicht gibt. Es gibt entweder die ganz klaren Unterstützer der Linie, die wir eben gehört haben, oder die ganz klaren Gegner. Das ist eine Situation, die auch relativ neu ist und die im Zuge der unterschiedlichen Anschläge, die geschildert wurden, auch im Laufe der Zeit weiter gewachsen ist. Also wir haben jetzt eine besonders, um es neutral auszudrücken, besonders dynamische Situation, die sich dann auch in den klaren Polarisierungen ausdrückt, wie wir sie vielleicht auch eben stellvertretend miterlebt haben. Das ist ganz charakteristisch für die jetzige Situation. Ja, Frau Müntefering, wir haben natürlich auch jetzt eine besondere Situation aufgrund der Flüchtlingskrise. Die Türkei nimmt sehr viele Menschen auf und ist ein ganz zentraler, ja, also ein zentrales Land zur Bewältigung dieser Flüchtlingskrise und deshalb eben auch für die EU so wichtig. Versucht man deshalb mit Erdogan eine stärkere Partnerschaft zu bekommen? Die Kanzlerin fährt ja am Sonntag auch hin, als man es anders tun würde? Nein, die Türkei hat eine Schlüsselrolle bei der Frage, ob es uns gelingt, nach nunmehr 4 Jahren endlich zu einer Lösung des Syrien-Konfliktes zu kommen. Wir brauchen die Türkei, die hat 911 Kilometer Grenze alleine zu Syrien. Und sie hat auch Flüchtlinge aufgenommen. Über 2 Millionen Flüchtlinge leben in der Türkei in sehr unterschiedlichen Situationen. Aber das ist de facto so, dass das das Land ist, das die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat bislang. Und natürlich müssen wir auch auf europäischer Ebene, aber auch in Deutschland, auch bilateral und multilateral mit der Türkei darüber sprechen, wie man Fluchtursachen verhindern kann. Das ist ja momentan auch ein Thema, was viel diskutiert wird, auch in Deutschland. Und dafür brauchen wir die Türkei. Aber muss man der Türkei nicht ganz einfach auch helfen bei der Bewältigung dieser Flüchtlingskrise? Selbstverständlich, auch darum geht es. Es geht darum, auch der Türkei zu helfen, finanziell dabei zu helfen. Es geht darum, auch Registrierungsverfahren zum Beispiel zu optimieren. Es geht darum, Kooperationen zu finden, die zum Beispiel auch Wege, Wasserwege, die Flüchtlinge suchen, zu kontrollieren, aber dann eben auch
gemeinsame Möglichkeiten zu finden, zu schauen, wer ist eigentlich bedroht, wer kommt aus Syrien. Es kommen mittlerweile, so habe ich mir auch vor Ort erklären lassen, auch über die iranische Grenze, auch Leute aus Afghanistan. Wir haben einen schlechten Überblick darüber, wer das eigentlich ist und wer da kommt. Und da müssen wir auch besser werden. Und das geht am besten auch mit der Türkei gemeinsam. Herr Toprak, wie wichtig ist diese Bewältigung der Flüchtlingskrise, wenn man sieht, wie stark die Türkei da hilft? Wie wichtig ist das in unserem Verhältnis zur Türkei, von Deutschland zur Türkei? Also ich habe da eine völlig andere Meinung dazu. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Türkei freiwillig und stark hilft, sondern Türkei ist ja nicht nur Transitland für die Flüchtlinge, sondern auch für die IS-Kämpfer gewesen. Ja. Das ist ein offenes Geheimnis. Jetzt lassen Sie mich aus. Die aus Deutschland ausgereist sind. Genau, und mit Hilfe der Türkei in Syrien gelandet sind, Rückzugsgebiet für die IS-Kämpfer. Und Türkei war maßgeblich verantwortlich für die Lage in Syrien, dass der IS im Nahen Osten und in Irak in den letzten anderthalb, zwei Jahren so gewütet hat. Und Türkei ist verantwortlich auch für diese Fluchtursachen der Menschen. Und Türkei ist natürlich Grenzland zu Syrien und Irak. Türkei nimmt ganz viele Menschen auf. Ja, aber das liegt doch in der Natur der Sache, wenn Türkei an Syrien und Irak ist, dass da die Menschen über die Grenze zur Türkei kommen. Und wir hätten vor allen Dingen die UN-Hilfsorganisation stärken müssen. Der Westen und die EU hat die UN alleine gelassen. Wir haben die Hilfen eingestellt. Und jetzt wundern wir uns, dass die Menschen sich in den Flüchtlingslagern nicht wohlfühlen. Mhm. Und es ist der falsche Weg. Es ist eine grundsatzlose Außenpolitik, wenn zwei Wochen vor den Wahlen unsere Kanzlerin nach Ankara reist, um mit einem repräsentativen Präsidenten was zu besprechen. Nach der türkischen Verfassung hat Erdogan so eine ähnliche Position wie Gauck. Mhm. Und mit wem will sie was beschließen, was verhandeln? Also Sie sagen, die Kanzlerin sollte nicht mit Erdogan sprechen. Nein, es ist der falsche Punkt. Zwei Wochen vor den Wahlen wird Erdogan das innenpolitisch dazu benutzen, um sich aufzuwerten. Das ist ein Fehler von der EU, wie sie Erdogan letzte Woche in Brüssel empfangen hat. Und es ist ein Fehler, wie unsere Bundeskanzlerin am Wochenende in die Türkei reisen möchte. Vor allen Dingen, Davutoğlu ist ein nicht gewählter Ministerpräsident. Er hat keine parlamentarische Mehrheit. Ja. Was ist denn, wenn jetzt in zwei Wochen eine andere Regierung ist? Was will sie denn momentan da verhandeln? Und es ist ein Schlag ins Gesicht der Zivilgesellschaft in der Türkei und der Minderheiten. Das wird so gesehen von der Zivilgesellschaft, von den Opfern dieses Anschlages. Das wird wie ein Wahlkampf und Schützenhilfe für Erdogan empfunden. Okay. Das ist ein Riesenfehler. Da kann einem wirklich die Hutschnur reißen. Das glaube ich Ihnen. Da kann einem wirklich die Hutschnur reißen, wenn man so hört. Also wir sind jetzt gerade alle zusammen Zeuge geworden, wie der Herr Toprak wirklich hier eine ganze Staffage an Hetzsätzen rausgelassen hat. Die Türkei, das ist Ihr Part. Erdogan hat sich hingestellt, als Ministerpräsident noch, vom Parlament und hat gesagt, wir werden die Grenze nicht schließen, auch wenn ich die Wahlen verliere, egal was passiert, aus menschlichen Gründen werden wir die Grenzen nicht schließen. Jeder wird in die Türkei kommen, der in Gefahr ist. Sie haben mit keinem einzigen Wort Assad benannt, der Fassbomben auf die Menschen wirft. Sie haben mit keinem einzigen Wort den Menschen benannt, der im Prinzip Hunderttausende von Flüchtlingen produziert, noch viel mehr als der IS und noch viel mehr als die wir hier besprechen. Hilft die Flüchtlinge? Erdogan ist schuld daran, dass die ganzen Flüchtlinge kommen. Die PKK ist nicht schuld daran. Heute von Amnesty International übrigens wegen Völkerrechtsverletzungen angeprangert worden. Inwieweit hilft die Flüchtlingskrise Erdogan, eine stärkere Position in der EU zu haben? Die Türkei spielt garantiert nicht mit irgendwelchen Sachen. Also die Türkei, das weiß auch jeder, das ist ein offenes Geheimnis, hat jetzt nicht die ganz großen Bestrebungen, in die EU zu kommen und ist ein selbstständiges Land. Und die Türkei agiert. Aber die Türkei möchte zum Beispiel Visumfreiheit für ihre Mitbürger. Ja, das hat mit EU-Beitritt nichts zu tun, wenn Leute ohne Visa reisen können. Das ist ja ein Versprechen, was schon seit 30 Jahren da ist, was nicht umgesetzt worden ist. Er hat vorhin gesagt, dass es keine Koalition gab. Der Hauptblockadeur für die Koalition war Bahçeli, der zu allem Nein sagt, ja, egal was sie sagen. Also der ist auch bekannt dafür, also sehr Journalist wissen das. Also im Moment, die Koalitionsgespräche sind geplatzt, sie haben nicht funktioniert. Es gibt Neuwahlen, das ist auch ganz normal in der Demokratie, wenn es nicht funktioniert, dass es Neuwahlen gibt.
Und die Ausgangsvoraussetzungen sind nicht gut. Hier gibt es eben Menschen, die quasi für alles, was irgendwo in der Welt, wenn ein Sack Reis umfällt in China, ist für ihn wahrscheinlich auch der Herr Erdogan schuld, die ihn verantwortlich macht. Ich finde es einfach frech, dass ein Land, was 6 Milliarden Dollar ausgibt, um diese Menschen unterzubringen, 150.000 Menschen sind aus Kobane in 3 Tagen in die Türkei gekommen. Und die sind nicht nur alleine gekommen, die haben sogar ihre Schafherden mitgebracht. Die haben sogar ihre Schafherden. Also das sind die Leistungen, die Türkei. Ich sag's Ihnen nur, mehr als in 5 Jahren in ganz Europa sind 3 Tage gekommen und da hat niemand gejammert. Es ist wahnsinnig viel Geld ausgeben und Sie stellen sich hier hin und sagen, Herr Erdogan ist schuld daran und tut nichts für die Flüchtlinge. Das ist frech. Fragen wir doch mal Professor Dittmann, der sich damit auskennt. Herr Dittmann, was würden Sie sagen, wie sehr ist die Flüchtlingskrise positioniert, die Erdogan eben besser zur EU und inwieweit hilft sie ihm da? Ja, man muss, glaube ich, bevor man das bewertet oder versucht zu analysieren, noch einmal ganz klar festhalten, welche ungeheure Leistung der Flüchtlingsaufnahme die Nachbarländer, auch Jordanien, auch Libanon vor allem, wo fast ein Viertel der Bevölkerung, der Menschen, die ortsanwesend, wie die Geografen sagen, in Libanon sind, Flüchtlinge sind. Und dann auch anerkennen, was die Türkei, ob in geografischer Nähe gelegen und deshalb ein natürlicher Zufluchtsort für Flüchtlinge oder politisch gefördert oder willkommen geheißen, das einmal dahingestellt. Aber diese Leistungen, diese ungeheuren Flüchtlingszahlen aufzunehmen, das muss zunächst mal konstatiert und anerkannt werden. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man sieht, wie hysterisch bei uns über angebliche 800.000 gesprochen wird, die ja so noch gar nicht hier sind. Und dann muss man aber auch... In welchem Zustand sind denn die Flüchtlinge in der Türkei? Können wir auch darüber reden? Es geht ja, aber ja, Sie haben ja jetzt gesagt, dass es dass die und Türkei dann gehe ich zu den auf die Frage gern ein, genau. Und dann muss man auch sehen, nach Anerkennung dieser Leistung der Aufnahme von Flüchtlingen, dass natürlich hier jeder sein Spiel spielt. Es ist nicht mehr zentral, Flüchtlinge zu instrumentalisieren für einen EU-Beitritt, aber diskutiert für eine Erleichterung der Visa-Auflagen für Menschen aus der Türkei wird das Ganze natürlich eingesetzt. Und wenn ich noch mal auf das zurückkommen darf, was Sie am Anfang sagten, wie Sie meinten, unpassend die Dialogbereitschaft, die jetzige Reise sei. Das findet jetzt statt. Aus deutscher Sicht ist das unglücklicherweise im Umfeld der Wahlen in der Türkei. Aber das ist ja gar nicht das primäre Ziel, sondern das primäre Ziel ist, so wie eben gefragt wurde, auf die Fluchtursachen hinzuweisen, da zu analysieren, da einschreiten zu können und dazu die Alternative zu wählen, den Dialog. Und wenn wir uns ansehen, wenn Sie mir den letzten Satz erlauben, wenn wir uns ansehen, was an Dialogpartnern in der letzten Zeit vom Westen westlicherseits ernsthaft vorgeschlagen wurde vor dem Hintergrund der Syrien-Krise, dann sind da als potenzielle Dialogpartner genannt worden Erdogan, Putin und sogar Assad in Syrien. Also wir wissen alle, nichts geht über Dialog und nur Gespräche können weiterführen. Und dann ist jetzt auch so unpassend aus Ihrer Sicht der Zeitpunkt. Aber direkt darauf nur ein Satz. Ich habe den Zeitpunkt vor allen Dingen kritisiert. Ja, das haben wir auch. Es geht nicht 2 Wochen vor einer Schicksalswahl, dass man Wahlkampfhilfe, so könnte es in der Türkei gedeutet werden. Okay, das haben wir auch verstanden, Herr Toprak. Werden die Regierungsmedien das auch verkaufen. Okay, das haben wir verstanden von Ihnen. Jetzt würde ich gerne Frau Müntefering fragen. Frau Müntefering, dahin fahren können. Grünen-Vorsitzende Özdemir hat auch gesagt, wir dürfen bis zur Wahl am 1. November nichts tun, was zur Verstärkung von Erdogan verstanden werden kann. Würden Sie denn sagen, die Bundeskanzlerin solle besser nicht in die Türkei fahren jetzt? Ich würde sagen, dass man sehr genau, und da bin ich bei Ihnen, überlegen sollte, welche Zugeständnisse man vor dem 1. November macht. Das ist schon richtig, dass man natürlich auch im Umfeld der Wahlen agiert, das muss man wissen. Und die Türkei, die Türkinnen und Türken müssen ihr Schicksal am 1. November noch mal in die Hand nehmen. Erdogan hat sich diese zweite Chance vor allem selbst gegeben. Aber jetzt kommt es darauf an, dass diese Wahlen stattfinden und dass Ergebnisse produziert werden und dass wir auch wissen, dass diese Ergebnisse auch akzeptiert werden als Ergebnisse. Das ist schon ein wichtiges Signal, das am 1. November kommen muss. Und ich sehe auch das, was diskutiert wird, das, was verhandelt wird, hier ist gerade genannt worden, die Visafrage. Das ist eine Frage, die allen Türkinnen und Türken von Interesse ist, zugute kommen würde. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir auch einen Schritt auf die Türkei zugehen sollten. Allerdings, das Ganze wird
am Ende, so wie das immer bei Verhandlungen ist, ein Paket sein. Das heißt, man wird nicht über einzelne Maßnahmen sprechen, sondern man wird hinterher mehrere Dinge gemeinsam verhandeln und abschließen. Und das jetzt anzufangen, da jetzt drüber zu sprechen, das halte ich nicht für einen Fehler, sondern das ist auch aufgrund der Lage in der Welt, aufgrund der Flüchtlingssituation zwingend notwendig. Bin aber bei Herrn Toprak, dass man schon sehr genau auch das Umfeld der Wahl und die Wirkung des eigenen Handelns tatsächlich auch überlegen muss. Aber wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, wenn ich dem folge, was Sie sagen, wenn man noch 2 Wochen gewartet hätte bis nach der Wahl? Das ist der Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt anfangen, mit der Türkei zu sprechen. Es wird noch mal intensiviert aufgrund verschiedener Gespräche. Es ist ein bilateraler Migrationsdialog von Frank-Walter Steinmeier bei seiner Reise vorgeschlagen worden. Auf europäischer Ebene finden Gespräche statt. Wir wissen auch, ein Fortschrittsbericht über die Türkei steht im Europaparlament an. Das sind alles Dinge, die vielleicht etwas unglücklich zusammenkommen. Ja, das kann das sein. Das muss man aber ja nicht so das hochhängen. Kann sein. Diese Gespräche aber können ja auch auf mittlerer Ebene geführt werden. Ja, okay. Und 2 Wochen okay, aber wir fangen ja nicht bei Null an. Nee, okay. Deswegen sammelt mal so ein bisschen würdigen. Und mal so ein bisschen mit diesen Märchen aufräumen. Ja? Also eines, was der Herr Toprak gerade auch vorhin versucht hat, so ein bisschen in den Raum zu werfen, die Türkei unterstützt den IS. Der IS ist in der Türkei 2013 auf die Liste der Terrororganisation gesetzt worden. Da dachten viele Menschen in Deutschland noch, das sei so eine Art Club von Zeugen Jehovas muslimischer Prägung. Viele tausend IS-Kämpfer sind aus Europa gekommen, durch die Türkei gereist. Ja? Also Stichwort Transitland, also Türkei unterstützt IS. Und Rückzugsgebiet. Und das Allerinteressanteste ist, das werden Sie natürlich als, Obertürkei-Bescher gar nicht so gemerkt haben, das Gespräch, was abgehört wurde, es wurde ein Gespräch abgehört, was dann so aufgebauscht wurde als False-Flag-Operation und so weiter. Sie haben sich genau ein paar Stellen rausgesucht. Dieses Gespräch ging darum, wie man gegen den IS vorgehen kann. Ne? Okay. Also die Türkei kann den IS nicht unterstützen, wenn sie auf höchster Ebene darüber diskutiert, wie man den IS irgendwie ausschalten und zurückdrängen kann, weil der eine Gefahr ist das für die Türkei. Das ist ein offenes Geheimnis, das wurde Herr in Toprak, der Öffentlichkeit in der Türkei diskutiert. Ich würde gerne Herrn Günge noch mal in die Diskussion mit einziehen. Herr Günge, keine Behauptung von wir mir. Sehen das jetzt, ist eigentlich, glaube ich, ziemlich typisch für das, was in der Türkei passiert. Die Polarisierung, die der Türkei auch das Leben sehr schwer macht. Ja. Sie kommen an keine Seite heran und wir haben jetzt eine Situation, dass wir eine Wahl führen in einem Land, in dem es teilweise Kriegszustände gibt, in dem es Ausgangssperren gibt, teilweise sogar tagelange Ausgangssperren. Die wollen seine demokratische Wahl garantieren, wer in einem Teil des Landes, im Osten und Südosten der Türkei, praktisch Kriegsrecht ausgeübt hat. Was kann denn Deutschland und was kann die EU dazu leisten, um da vielleicht Hilfe zu leisten? Nun, die EU hätte von vornherein den Friedensprozess, der ja am Anfang dieses Jahres genau eingeleitet worden war, zwischen Kurden und Erdogan und der AKP, unterstützen sollen, stärker unterstützen sollen, noch stärker. Denn es war ganz klar abgemacht worden, ein Friedensplan. Die PKK hat also die Waffen sozusagen schweigen lassen. Und dann gab es ja auch eine Friedensbotschaft von Öcalan aus dem Gefängnis am Nevruz-Tag, am 21. März. Und der hat dann gesagt, dass man mit Waffen nicht mehr weiterkommt, es ist Zeit für den Frieden, so ungefähr. Und dann plötzlich aber sagte Erdogan, es gibt ein Kurdenproblem. Es gibt kein Kurdenproblem. Und in dem Moment, das ist natürlich etwas, eine Nichtanerkennung der kurdischen Existenz in der Türkei. Und das hat dann dieses Feuer entfacht plötzlich. Wie muss Deutschland oder wie muss die EU darauf reagieren? Wie muss sie damit umgehen? Also nicht, indem man Erdogan jetzt in Brüssel empfängt, indem der Herr Juncker ihn dann umarmt oder Martin Schulz so richtig freundschaftlich, als ob die jetzt immer dicke Freunde. Wir haben ein Land, in dem Journalisten verfolgt werden. Die EU braucht die Türkei. Die Türkei steht auf der Liste, der Pressefreiheitsliste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 149 von 180 Staaten. Wie viele Reporter sind denn in Haft in der Türkei? 3. Laut Angabe von Reporter ohne Grenzen sind 3 in Haft. Und laut einer Umfrage des Gezi-Instituts, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, sagen viele, dass die Beschränkung der Pressefreiheit nehmen. 67,8% der Menschen sagen, dass sie das sehr besorgt. Es gab letzte Woche Ahmed Hakan,
bekannter Journalist, der vor seinem Haus angegriffen wurde. Und unter den Angreifern waren auch AKP-Mitglieder. Ich glaube, das sind Fakten, die Sie jetzt auch nicht verleugnen können. Aber, wenn ich dazu was sagen darf, das ist natürlich auch ein Punkt, der mich auch stark besorgt. Also wir sehen das auch und verfolgen das auch im Deutschen Bundestag. Ich glaube, auch auf europäischer Ebene sieht man sehr genau und verfolgt sehr genau, auch wie Presse- und Meinungsfreiheit auch abgenommen hat. Und, also mit Verlaub, auch regierungskritische Medien auch tatsächlich eingeschüchtert werden, will ich teilweise auch konstatieren. Und das ist etwas, das ist eine schlechte Entwicklung, die wir da sehen. Und die Frage ist natürlich, wie Sie gestellt haben, was können wir eigentlich tun? Und ich bin bei denjenigen, die sagen, dass man mit Dialog, dass man im Gespräch mehr erreichen kann, dass man mehr erreichen kann, wenn wir auch über eine europäische Integration sprechen. Und Gespräch alleine reicht nicht, bin ich vollkommen bei Ihnen. Und die EU hat sicherlich auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, indem sie auch bestimmte Prozesse nicht genug verfolgt hat. Da würde ich sagen, das hat auch dazu geführt, dass sich die Türkei insgesamt auch wieder stärker von der EU abgewendet hat. Aber wir sind in einer Lage, wir haben gerade schon darüber gesprochen, wo wir die Chance haben, auch wieder zusammenzuarbeiten in der Flüchtlingskrise. Und das, diese Chance sollten wir nutzen. Ich denke mal, der Herr Bahar-Güngör wird mir dabei pflichten, er ist ja Journalist, weil hier jetzt gerade so von Pressefreiheit und so weiter gesprochen wird. Man muss auch mit diesem Märchen ein bisschen aufräumen. Ja, es stimmt, es gibt in der Türkei Presse, die daherkommt wie regierungsamtliche Verkündungszeitschriften oder Blättchen. Aber es gibt eben auch das genaue Gegenteil, nämlich Presse, die im Vergleich dazu fast nur Hassbotschaften aussendet. Dagegen wäre die Taz quasi eine Hauspostille von Frau Merkel. Solche Presse gibt es in der Türkei. Also davon zu sprechen, es gäbe keine Pressefreiheit. Und ich spreche über Massenmedien. Ich spreche nicht über kleine Blättchen. Ich spreche über den Sözcü. Es gibt verschiedene Sachen über Zaman. Das sind Massenmedien, die in großer Auflage erscheinen jeden Tag. Da passiert überhaupt nichts. Solche Sachen könnten Sie in Deutschland nicht. Und es gibt Probleme mit Twitter, YouTube, Facebook. Viele Journalisten haben ihren Job verloren in den letzten Wochen. Ja, wird angegriffen von Abgeordneten. Wir reden auch über Hürriyet. Ja, Hürriyet ist ja auch, ist ja genauso. Ja, AKP-Politiker haben Hürriyet zweimal hintereinander angegriffen. Ein Lynchmob hat Hürriyet angegriffen. Der Chefredakteur ist nächsten Tag angeschossen worden in seinem Auto von PKK-Mitgliedern wahrscheinlich, also von ihrer Klientel. Ja. Ich würde gerne mal auf die Frage kommen. Ich würde gerne mal darauf zurückkommen, was die EU, wenn wir jetzt nach vorne schauen wollen, wie die EU mit der Türkei umgehen sollte, die so eine Schlüsselrolle hat, wie wir ja nun konstatiert haben, Herr Dittmann. Was sagen Sie, welche Rolle muss die EU jetzt spielen? Am Donnerstag ist der EU-Gipfel. Erdogan sollte eigentlich am Mittwoch nach Brüssel reisen und hat die Gespräche wegen des Anschlages absagen müssen. Was sagen Sie, wie muss man sich da jetzt verhalten von der EU? Auf jeden Fall im Gespräch bleiben, auf jeden Fall im Dialog bleiben. Aber auch Dinge anbieten. Genau, und Dialog heißt ja nicht nur irgendwie einen Kompromiss finden, sondern Dialog heißt auch, dass offene Fragen und kritische Punkte ganz deutlich angesprochen werden. Dazu gehört dann auch vor Ort, was ist eigentlich genau geplant? Was ist die Wirklichkeit hinter dem angeblichen Sicherheitsstreifen, den sich die Türkei in Nordsyrien wünscht? Will man damit ein weiteres Kurdistan verhindern oder ist das ein legitimer Sicherheitspunkt? Wie wird überhaupt, das wird selten thematisiert, darüber gesprochen nach dem Motto, das ist ja weit weg, das geht uns nichts an. Genau den Fehler hat die EU lange gemacht. Weit weg ist ein türkisches Problem, ist ein Nahostproblem, ist möglichst nicht ausdiskutiert. Und jetzt wird ja nicht der Dialog deshalb geführt oder versucht zu führen zu einem zugegebenermaßen Zeitpunkt, der glücklicher sein könnte, weil dort gewählt wird oder weil vor Ort ein Staat wie Syrien zerbricht oder weil die Türkei in Nordirak, also Ausrufungszeichen Nordirak, bombardiert, sondern es wird jetzt der Dialog gesucht, weil uns die Probleme in Form von Flüchtlingen buchstäblich
vor der Haustür stehen. Das ist der Fehler, wenn ich die Frage, die gestellt wurde, noch zu beantworten darf. Das ist der Fehler, den die EU lange gemacht hat, zu wenig zu diskutieren, zu wenig auch im Dialog zu gemeinsamen Problemen zu finden. Das hat man jetzt verstanden. Die Frage ist, ob man auch Zeit hat zu diskutieren oder ob man nicht noch andere Dinge jetzt tun müsste. Genau, und dabei dürfen keine Themen ausgeschlossen sein. Also sowohl die Frage, wie ist die EU-Position, die deutsche Position gegenüber der Frage, wie mit den Kurden in Syrien, in Irak, in der Türkei umgegangen wird. Das ist natürlich ein Nichtwunschthema von der anderen Seite. Aber Dialog unsererseits kann auch nicht sein, dass man bestimmte Themen ganz ausklammert. Was wünschen Sie sich als Vorsitzender der Kurden hier in Deutschland, wo Sie sagen, das müsste die EU leisten für die Kurden? Ja, zunächst einmal wünsche ich mir, dass die EU und auch unsere Kanzlerin die Zivilgesellschaft in der Türkei stärkt. Nämlich die Zivilgesellschaft in der Türkei, die auch unsere Werte verteidigt. Weil die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition unsere Werte verteidigt, wird sie bombardiert und umgebracht in der Türkei. Deswegen ist meine Empörung so groß, weil ich viele Freunde auch verloren habe, Bekannte verloren habe, die für den Frieden eintreten tagtäglich. Und sie fühlen sich alleine gelassen von der EU, weil diese Menschen sind sowieso hilflos gegen Erdogan momentan. Bitte lassen Sie mich aussprechen. Und ich muss noch mal darauf hinweisen, keiner ist gegen den Dialog. Natürlich muss die EU mit der Türkei nicht nur über die Flüchtlingsfrage reden, sondern auch über die Demokratie in der Türkei. Aber der Zeitpunkt ist nicht der richtige. Ich muss noch mal wiederholen. Aber es gibt jetzt momentan das Flüchtlingsproblem. Ja, aber es gibt momentan in der Türkei eine Übergangsregierung. Sie hat keine parlamentarische Mehrheit. Aber meine Frage deswegen weiß ich nicht, was Frau Merkel mit dieser Übergangsregierung zwei Wochen vor der Wahl beschließen möchte. Das haben wir verstanden, Herr Toprak. Aber das wird immer zur Seite gewischt. Und ich frage Sie, man hätte auch zwei Wochen warten können. Das haben wir verstanden. Aber ich frage Sie trotzdem, was wünschen Sie sich, was sollte Angela Merkel für die Situation der Kurden tun? Angela Merkel muss endlich auch mit der Türkei reden, dass ein Staat, was NATO-Mitglied ist und EU-Beitrittskandidat ist, mit ihren Minderheiten nicht so umgehen darf. Selbst Angehöriger einer Minderheit. Ja, das kann sein. Schön für Sie. Ist so. Aber die Türkei muss die kurdische Frage friedlich lösen. Und die Kurden sind dazu bereit. Und was müssen die Kurden dafür tun? Die Kurden haben sehr viele Opfer gebracht. Und sie haben die HDP unterstützt und ins Parlament gewählt, damit die HDP auf demokratischem Wege in der Türkei für den Frieden beiträgt, für die friedliche Lösung. Hören Sie auf, die Kurden so in den Dreck zu ziehen. Sie tun so. Entschuldigung. Die Kurden wählen die AKP. Die AKP hat mehr kurdische Mitglieder als die HDP. Kurden sind in der Türkei. Warum hat die HDP 13% bekommen? Von wem Kurden sind in der Türkei eine tragende Säule der Gesellschaft. Es gibt kurdische Minister, es gibt kurdische Unternehmer, es gibt kurdische Militärs, es gibt kurdische Unternehmer. Es ist eine tragende Säule der Gesellschaft. Dass Sie jetzt hier die Kurden hier repräsentieren, halte ich für Unsinn, weil ich habe selbst kurdische Freunde, ich habe selbst kurdische Verwandte. Ich bin selbst Angehöriger einer Minderheit und diese Unterdrückung, von der Sie... Ich muss die beiden jetzt hier auseinanderbringen. Aber nur nicht Kurde. Das Problem ist, sobald wir sagen, ich bin ein Kurde, das habe ich auch nicht behauptet. Ich spreche nur für die Deutschkurden. Okay, wir werden das jetzt hier nicht lösen. Wir merken nur, wie schwierig es in der Türkei ist. Ich würde gerne, da wir nur noch anderthalb Minuten haben, gerne Ihnen drei die letzten anderthalb Minuten geben und sagen, was sagen Sie, was wäre das Wichtigste, damit vielleicht diese Streitereien beendet werden und damit Deutschland noch eine andere Rolle nehmen kann in der Türkei. Vielleicht Sie noch kurz vor Das Erste ist, wir müssen auch Erwartungen formulieren im Dialog mit der Türkei. Und meine Erwartung ist, dass die Wahlen stattfinden, und zwar fair und demokratisch am 1. November, und dass das Ergebnis einer solchen Wahl akzeptiert wird und dass nach einer Wahl auch eine Koalition gebildet werden kann. Und das ist etwas, was in der Türkei nicht geübt ist. Das hat die AKP nicht geübt, weil sie immer alleine an der Macht war. Und sollte es dazu kommen, dann wird sie in eine Koalition gehen müssen. Und ich will keine Ergebnisse vorwegnehmen, keine Wahlempfehlungen geben an dieser Stelle. Das würde ich eher als destruktiv empfinden. Aber meine Erwartung ist freie, faire, demokratische Wahlen in der Türkei.
Herr Günge, Sie kriegen das Schlusswort. 20 Sekunden haben Sie jetzt. Sie als jemand. 20 Sekunden sind viel zu viel. Ich wünsche mir von der EU einen ehrlichen Umgang mit der Türkei. Nicht immer, wenn man die Türkei braucht, lieb sein und dann sofort umarmen und Streicheleinheiten verteilen und dann wiederum wie ein Schmuddelkind zu behandeln und bei jedem Wahlkampf hier in Deutschland, in Bundesländern, vor allem in südlichen Bundesländern, zu sagen, wir müssen die Verhandlungen mit der Türkei abbrechen, weil die haben das und das und das getan. Okay, wir sind hier nicht zu einem Konsens gekommen, das war aber auch vor der Sendung schon klar. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion, bedanke mich für Ihr Interesse. Morgen schauen wir nochmal auf die Flüchtlingskrise und fragen, ob Transitzonen sinnvoll sind. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss.